Ukrainische Zivilisten überqueren mit Hilfe der ukrainischen Armee eine Brücke in Irpin, einem Vorort von Kiew. Im Ukraine-Krieg spitzt sich die humanitäre Lage dramatisch zu. Die russische Armee setzt in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt, insbesondere im Nordwesten und Osten, ihre intensiven Angriffe fort. Wohngebiete in Irpin werden augenscheinlich wahllos angegriffen. Dieses Paar muss zusehen, wie sein Haus abbrennt, nachdem es beschossen wurde. Wir haben nur einen Schuss gehört und dann war die Hälfte des Hauses zerstört. Einfach die Hälfte. Und unsere Kinder waren 10 Minuten vorher rausgegangen, um Brot zu kaufen. Gut, dass sie draußen waren. Im anderen Raum wären sie jetzt tot. Und jetzt müssen wir irgendwo unterkommen. Mein Freund, hier sind alle am Leben. Das ist, was zählt. Die russische Armee versuche, die Hauptstadt zu umzingeln, warnte die ukrainische Armee. Indes steht die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol womöglich kurz vor der Einnahme durch die russischen Truppen. Die Stadt kündigte an, die Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen, nachdem ukrainische und russische Streitkräfte eine vorübergehende Feuerpause vereinbart hatten. Später warf die Stadtverwaltung jedoch Russland Verstöße gegen die Feuerpause vor und setzte die Evakuierung aus.